Finales stärkste Herausforderer ins Ohr will Flensburger Bürgermeisterin jetzt SPD-Vorsitzende werden. 9 SPD-Rebellen haben bislang angekündigt, die Wahl von Andrea Nahles zur neuen Parteichefin durch eine eigene Kandidatur verhindern zu wollen. Doch um Nahles beim Parteitag im April stürzen zu können, müssen die potenziellen Gegenkandidaten noch einige Hürden nehmen. Von den Regionalpolitikern, die Nahles herausfordern wollen, erfüllt noch keiner die formalen Voraussetzungen. Das bestätigte die SPD am Montag gegenüber Focus Online. Personalvorschläge müssen grundsätzlich von einem Landesverband oder dem Parteistand kommen. Möglich sind auch Kandidaturen, die mindestens durch 3 Ortsvereine unterstützt werden. Eine, die auf dem Parteitag am 22. April statt Nahles neue SPD-Chefin werden will, ist die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange. Im Focus Online-Gespräch sagt die 41-Jährige auf die Frage nach den formalen Voraussetzungen: Ich habe längst die notwendigen 3 Wahlkreise hinter mir. Ich kann im Moment gar nicht sagen, wie viele ich genau habe. Ich bekomme jeden Tag neue Zusagen. Ihr Team sammle derzeit und werde die notwendigen Unterlagen noch in dieser Woche einreichen, sagt Lange. Sie rechne sogar damit, bis zum Ende der Bewerbungsfrist am 23. März noch weitere Unterstützungsmeldungen zu erhalten. Das hat es noch nie gegeben. Derzeit wird die SPD kommissarisch vom Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz geführt. Scholz hatte nach dem Abschluss der Verhandlungen über einen Koalitionsvertrag mit der Union seinen Rückzug angekündigt und wollte eigentlich Außenminister in einer neuen großen Koalition werden. Dagegen regte sich aber innerparteilicher Widerstand, sodass Scholz auch auf diesen Posten verzichtete. Auf dem Parteitag am 22. April soll Nahles zur Parteichefin gewählt werden. Doch die Flensburger Oberbürgermeisterin, die an der Basis viel Zuspruch erhält, möchte Nahles einen Strich durch die Rechnung machen: Meine Chancen kann ich überhaupt nicht einschätzen. Aber dass ein einfaches Mitglied eine ernst gemeinte Kandidatur einreicht, hat es noch nie gegeben, sagt Lange. Mir wird viel Wohlwollen entgegengebracht. Sie sei daher gespannt, wie der Parteitag ihre Kandidatur aufnimmt. Ich merke aber schon jetzt, dass mir viel Wohlwollen entgegengebracht wird, sagt die 41-Jährige. Es gebe kein Bundesland, das sich noch nicht bei ihr gemeldet habe. Das werden spannende Wochen bis zum Parteitag, in denen sich Lange auch auf Bewerbungstour durch Deutschland machen möchte. Am Montag machte Lange inhaltlich Schlagzeilen. Sie will im Falle ihrer Wahl die von ihr als System der Repression kritisierte Agenda 2010 kassieren. Stattdessen soll es eine Reform der Sozialgesetzgebung geben.
die Agenda haben vielen Menschen geschadet. Als Parteivorsitzende werde ich daher für die hier gemachten Fehler bei den Menschen um Entschuldigung bitten, sagt Lange. Lange spricht GroKo-Skeptikern aus dem Herzen. Hauptaufgabe der SPD in nächster Zeit sei es, sich als Partei zu profilieren. Wir müssen lernen, uns trotz Regierungsverantwortung zu emanzipieren. Wir müssen zeigen, dass wir uns von der CDU unterscheiden und nicht der Juniorpartner in der Koalition sind. Dabei gelte es auch, sich auf die Werte der Partei zurückzubesinnen und neue Werte zu entwickeln, die der Zukunft entsprechen. Das können wir meiner Meinung nach am besten, wenn es zwei Köpfe an der Spitze gibt, den Fraktionsvorsitz und den Parteivorsitz, sagt Lange. Vor allem den GroKo-Skeptikern in der Partei dürfte Lange damit aus dem Herzen sprechen. 34% der Parteimitglieder votierten gegen ein neuerliches Bündnis mit der Union. Das GroKo-Votum war eine basisdemokratische Abstimmung. Die Basis wünscht, dass die SPD ihrer Verantwortung gerecht wird. Das ist gut so, kommentiert Lange den Ausgang des Votums. Es gilt jetzt aber auch, die nicht kleine Gruppe, derer die es anders gesehen haben, mitzunehmen, betont sie. Wir müssen diejenigen abholen und mit ihnen zusammen den Schritt wagen, die SPD wieder zu profilieren. Stegner, wer für den Bundesvorsitz kandidiere, entscheide jeder selbst. Im SPD-Bundesvorstand wird die Kandidatur Langes kritisch gesehen. So äußerte sich Bundesvize Ralf Stegner sehr distanziert über die 41-Jährige. Ich unterstütze die Bewerbung von Andrea Nahles, sagte er. Wer für den Bundesvorsitz kandidiere, entscheide jeder selbst. Jeder müsse selbst wissen, ob er den Hut in den Ring werfe, um sich für das Amt von August Bebel, Otto Wels oder Willy Brandt zu bewerben.